Wenn Gott mit dir ist, dann ist dein Schlaf etwas ganz Aktives, das Köstlichste, was überhaupt ist. Du lebst von dem Moment, wo der Herr dir nachts begegnet, ein ungewöhnliches Leben. Und so stark, wie du nachts bist, so bist du wirklich. So stark, wie du zu Hause bist, in deiner Kammer. Das ist ja diese Kammer, die dir Tier zuschließen soll, wenn du schläfst und niemand reinlassen. Und das wirst du Gott erleben. Morgen um diese Zeit passiert das Wunder. Nachts arbeitet Gott, arbeitet vor. Die vierte Stunde, Gott gibt den Seinen im Traum. Cornelius, Apostelgeschichte 10, Vers 3, noch ganz schnell. Er hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde. Das war 15 Uhr nachmittags, hat er wahrscheinlich Siesta gemacht. Um diese Zeit brachte er das Abendopfer, oder wird in der Bibel das Abendopfer gebracht. So, wo, und so weiter. Und da erschien ein Engel und sagte, mach das, mach das, mach das. Schick deine Knechte da und nach Joppe und hol den Petrus. Und der wird dir sagen, wie es weitergeht. Da, in der ersten Stunde, da wo das Abendopfer gebracht wird, um 15 Uhr. So konkret können Träume sein, Führungen Gottes. In Sirach Kapitel 34, Vers 5 heißt, was du hoffst, sieht dein Herz. Was du hoffst, das sieht dein Herz. Träume haben eine starke Heilkraft. Psalm 16, Vers 1, da wird angesprochen oder angedeutet, Traum und Genesung fast in einem Zug. Der heilt dich, der segnet dich, der Herr, der träumt. Und weißt du, göttliche Träume sind keine Horrorträume, die sich in nichts auflösen, sondern göttliche Träume haben einen Anfang und einen Schluss, ein Ende. Und da siehst du, so fängt es an und so hört es auf. Menschen, die nicht träumen, die sehen kein Ende. Das ist ein Horror, das ist Panik. Und bei teuflischen Träumen, ja, da hast du Angst. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter mit uns? Wie geht's jetzt mit dieser ganzen Virusseuche weiter? Gott zeigt es. Mach dir keine Sorge. Weil du mein Wort bewahrt hast, und das sage ich jetzt zu der Gemeinde Jesu, zu den Gläubigen, dann will ich auch dich bewahren vor der großen weltweiten Versuchung, die über die ganze Erde geht. Und jetzt dieser Coronavirus geht über die ganze Erde. Und ich will dich bewahren. Und ich werde sagen, Gott wird einen Unterschied machen zwischen denen, die Gott dienen und die Gott nicht dienen. Gott wird einen Unterschied machen. Morgen werde ich noch mehr darüber sagen. Ihr seid morgen herzlich eingeladen. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Träume sind Gottes Wegweiser. Gott wird dich durchbringen. Gott wird dich führen, so wie er den Petrus durchgebracht hat und aus dem Gefängnis rausgeführt hat, wo eigentlich das Todesurteil bereits feststand. Plötzlich ist der Petrus weg. Was willst du machen? Kannst nichts mehr machen. Petrus ist weg. Ja, Träume zeigen uns die Weisheit Gottes, was Gott geplant hat, was Gott vorgesehen hat. Gott gibt den Seinen im Schlaf, in der vierten Nachtwache. Da fallen die wahren Entscheidungen. Halleluja. Mein Gebet ist heute Abend, Gott, du bist der, der Gebete hört. Und Herr, wir möchten einfach auch jetzt in dieser Stunde sagen, Herr, bleibe bei uns. Es wird Abend werden. Herr, es wird Nacht, es wird dunkler und dunkler und dunkler in dieser Welt. Halleluja, Gott, du hast versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich glaube, das ist noch nicht Weltende. Aber du bist bei uns so lange, wie wir leben, so lange, wie wir hier sind. Und du wirkst, Herr, du wirkst selbst, wenn wir schlafen, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir verzweifelt sind. Du bist unser Wächter. Der Wächter Israels, des Volkes Gottes, schläft noch, schlummert. Halleluja. Unser Aufpasser, das bist du, Herr. Du passt auf uns, wenn wir arbeiten, du passt auf uns auf, wenn wir nicht mehr weiter wissen, du passt auf uns auf, wenn wir nicht mehr weiter können, du passt auf uns auf, wenn wir nichts mehr haben. Herr, du bist bei uns alle Tage. Lob und Dank. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns führst und dass du uns schützt und dass wir bei dir geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Gott, ich danke dir. Nicht nur für diese Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Amen.